ist die größte Seebühne der Welt. 6.980 Plätze fasst die Zuschauertribüne hier hinter mir in Bregenz. Alle zwei Jahre wird hier ein neues Stück mit gigantischem Bühnenbild zur Aufführung gebracht. In diesem Jahr ist es wieder soweit. In wenigen Stunden startet hier Giacomo Puccinis Oper Madame Butterfly. Und damit herzlich willkommen im neuen Video. Jedes Jahr im Sommer, wenn sich über Bregenz die Sonne senkt, wird im Zusammenspiel von Licht, Wasser und Kulissen die Bühne am See zum magischen Ort, der Tausende begeistert. 2015 erhob sich zu Turandot die chinesische Mauer aus dem See. 2017 warfen zu Carmen riesige Hände Spielkarten in die Luft. Und zu Rigoletto 2019 lachte ein Clown über den See. Auch in diesem Jahr haben sich die Bühnenbildner wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Und während hier die letzten Vorbereitungen laufen, erzähle ich Ihnen alles Wichtige zu einem gigantischen Blatt Papier. Das ist das Bühnenbild in diesem Jahr. Ein gewelltes Blatt Papier. Natürlich wie immer gigantisch groß. 23 Meter hoch, 30 Meter breit und 300 Tonnen schwer. Filigran und leicht wirkt es trotzdem durch die aufgemalte japanische Landschaft, denn das Papier steht sinnbildlich für die Seele der Madame Butterfly. Es ist ein unglaublich schönes und poetisches Bühnenbild, das mit Projektionen und verschiedenen Lichtstimmungen auch viel abwechslungsreicher und überraschender ist, als man vielleicht vermuten würde. So, mittlerweile ist es Abend geworden. Wir sind auf dem großen Platz vor dem Festspielgelände. Die ersten Besucher strömen ein. Und bevor wir auch gleich reingehen, wollte ich Ihnen zum österreichischen Festspielort hier in Bregenz das deutsche Pendant zeigen. Eine Freilichtbühne mit ebenfalls großartiger Kulisse. Zwar kein See, aber Sie werden gleich schauen. Ich nehme Sie mit zu den Domstufenfestspielen in Erfurt. Mit Giuseppe Verdis Nabucco gibt es in diesem Jahr auch in Erfurt auf den Domstufen große italienische Oper. Und wie in Bregenz ist es auch hier die Kulisse, die den besonderen Reiz ausmacht. Wenn hinter der Bühne die Severikirche und der Dom in den Nachthimmel aufragen und auf den Domstufen der Gefangenenchor erklingt, jener zeitlosen Hymne aller Völker in Not, in diesem Jahr vor den Nationalfarben der Ukraine. Wir sind zurück in Bregenz auf der Seebühne. In wenigen Minuten geht's los. Und Sie sehen, auch wenn hier die großen Stars singen, der eigentliche Star bei den Bregenz-Festspielen, das ist die Bühne und der See. Und mit den Eindrücken dieser Aufführung heute möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Machen Sie es gut, Ihr Johannes Rauser.